ehrlich. Ich probiere ja gerade die Challenge, dass ich den Kack hier auf Pazifist schaffe und so weiter mit All Possible, bla bla bla. Ich bin ehrlich. Der einzige Grund, warum ich den Scheiß jetzt noch nicht geschafft habe, ist der Grund, weil ich den Diamanten brauche. Weil das lackabhängig ist. Und wir wissen ja, was ich und Luck gemeinsam haben. Oder was Luck für mich bedeutet. Das heißt, was Luck für mich ist, nämlich nicht vorhanden. So eine Scheiße. Lass sie wenigstens den Saphir noch holen. Danke. Also das ist jetzt mittlerweile der 7. Versuch. Kein einzigen bisher verkackt, weil ich gespottet wurde oder weil ich irgendwie eine Guard getötet hatte. Sondern einfach schlicht und ergreifend, weil ich jetzt 6-mal in Folge nicht diesen scheiß, naja, Blutdiamanten hatte. Das kann doch nicht sein. Irgendwann muss ich doch diesen scheiß Blutdiamanten mal wieder kriegen. Meine Güte. Die hier habe ich noch nicht, nicht wahr? Ja gut, während sich Ralph langsam in Richtung Treppenhaus begibt, könnt ihr hier noch die Saphir holen. Aber ich muss eins sagen, die Saphire sehen wirklich unglaublich gut aus. Also wirklich unglaublich gut. Man merkt richtig, dass... Naja, es sollen halt Saphire sein und so sehen sie auch aus. So, dann muss ich jetzt noch kurz gucken, ob hier irgendwo eine Guard ist. Ja, natürlich ist hier eine Guard, denn was auch sonst? Hier muss eine Guard sein, damit ich ihn jetzt nicht wegholen kann. Richtig. Komm. F-Drop sorgen, ja. Wunderschöne 40 FPS habe ich hier. Grandios. Absolut grandios. Denn dieser Raum ist grafisch einfach so aufwendig, dass mein PC mit einer GeForce GTX 970, die übertaktet ist, einfach nicht in der Lage ist, diesen Raum beim Aufnehmen mit mehr als 50 FPS darzustellen. Egal. Genug aufgeregt, holen wir ihn kurz in diesen FPS-Dropper rein, den lieben Ralph. Der kann anscheinend durch Glas laufen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Der Typ ist anscheinend nicht nur steinreich, sondern auch noch ein Magier. Und ich bin ein Pechvogel, weil hier wieder nicht der PC ist. Also es gibt jetzt noch 3 Spots, wo der PC sein kann. Ich hoffe mal, dass er nicht an dem Spot ist, an dem ich vermute, dass er ist. Das wäre doof. Hier ist auf jeden Fall einer. Dann nicht. Gut. Damit habe ich automatisch den Scheiß-Spot, ja. Bekommen. Ich kann auch schon wieder extrem gut sprechen. Also ich habe den Spot da hinten in diesem Holzraum. Und zwar habe ich welchen Code? Komm schon, schnell. Ja, und der letzte ist dann da hinten, in dem Bereich. Ich möchte noch kurz den Saphir hier holen, weil der ist am schwersten. Wegen dieser Guard hier. Ja, und da unten ist eben dieser Vault. FPF-Drops. Oh, ja. So eine Scheiße, jetzt beweg dich, Alter. Komm. Schneller, sonst dreht er gleich wieder rum. Also den schwierigsten haben wir jetzt. Ja, der Rest ist jetzt in Anführungszeichen easy. Achso, dann sollte ich mal hier ganz kurz die beiden Boxen anmachen. Oh oh. Don't get caught on tape. God. Muss ich jetzt wirklich diese Cam? Ne, muss ich nicht. Sehr gut. Okay. Dann... Das war knapp. Gut, dann lass mich mal schauen, was wir jetzt hier Schönes bekommen. Es ist die Nummer...
Es ist die Nummer. Trommelwirbel bitte. 4. Unser Code ist also 704. Wunderschön, sage ich dann. Genauso schön wie die Guard, die da gerade langläuft. Guard, stay away. So. Ich sage jetzt auch so. Dann fehlt jetzt eigentlich, naja, nichts mehr. Wir müssen jetzt nur noch zwei Dinge tun. Einmal hier runterspringen und uns die beiden Saphire hier holen. Tja, und dann müssen wir warten. Tja, alle Saphire. Und mal gucken, ob ich jetzt beim 7. Try mal endlich den Diamanten kriege. Lasst mich interagieren, ich will noch meinen Code eingeben. Ach ja. Das dauert ja jetzt noch eine Weile. Ich bin dann jetzt noch ein bisschen hier auf meinem Handy in Puzzlerama unterwegs. Von Leo die Soul Apps. Da muss ich mal kurz Werbung dafür machen. Das Spiel ist nämlich echt gut. Also ich mag das Spiel wirklich. Wirklich. Also tut mir leid, es gibt hier gerade nichts. Ah, okay. Jetzt ist die erste durch, dann kommt jetzt auch sofort die zweite. Jetzt bloß nicht hier in die Laser reinlaufen. Das wäre ziemlich doof. Kommt schon, beim siebten Mal. Beim siebten Mal kriegen wir doch den Diamanten. Bitte, 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 bitte. Bitte. Schon. Ja! Ja! Endlich! Oh Gott im Himmel! Endlich ist diese schöne Tür da! Halleluja! Endlich! Meine Güte! Okay, jetzt heißt es nur noch den ganzen Spaß in Sicherheit bringen. Was jetzt nicht so schwer ist. Das ist ein zutiefst befriedigendes Gefühl, jetzt endlich mal wieder diesen Kack-Diamanten zu haben. Und den werde ich auch direkt als erstes rausbringen. Sobald ich hier den kleinen Loot geholt habe, werde ich als allererstes nur den Diamanten holen und erstmal hochbringen. Damit ich das hinter mich gebracht habe. Damit dieser Scheiß endlich mal sicher ist. Ja, I know the routine, Bane. Aber es wäre schön, wenn mein Drill nicht wieder Qualität von, naja, meinem Englischunterricht hätte. Beziehungsweise dem Englischunterricht, den ich besuche. So, ihr könnt sehen, 432.000, da fehlt, glaube ich, sogar noch etwas. Ja, da müssten hier hinten noch drei fehlen, weil es dürften ungefähr 490.000 sein. So, 491.400 ist das maximale Loot, was man hier an Small rausbekommen kann. Aber jetzt holen wir uns erstmal den Red Diamond. Also den Blue Diamanten. Ja, aber da hast du recht. Und zwar genauso viel wie der gesamte restliche Loot, wenn ich ihn in Sicherheit bringen würde. Ich leg das erstmal hier ab.
secure it. So, und da oben ist dann auch unser, ja, unser Loot Drop-Off. Wie gesagt, der heißt es jetzt nicht so schwer, bringt auch nicht sehr viel XP oder, naja, Geld, aber meiner Meinung nach ist es der zweitbeste Stealth-Heist im gesamten Game. Also, ich mag diesen Heist extrem. Er ist einfach unglaublich toll. Gerade eben dieser Reiz, ob man jetzt das Glück hat, dass man diesen Blutdiamanten hat oder nicht, macht das, glaube ich, noch ein bisschen cooler. Einfach weil man eben, naja, man muss hoffen und beten, dass man das Glück hat, dass man diese 3,5 Millionen, die ich hier auf meinem Rücken habe, bekommt. Ach nee, 2,3 Millionen waren es. Und ungefähr 2,3 Millionen kriege ich auch durch die ganzen Items, die ich hier dann in Sicherheit bringe. Also wie gesagt, schwer ist es nicht, aber Spaß macht es allemal. Und zwar wirklich sehr viel Spaß. Vor allem dieser Weg hier ist eigentlich so schön einfach. Da habe ich Glück gehabt. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Außer natürlich, man lackt so hart wie ich rein. Dann schon. Also denkt dran, Leute, wir müssen hier immer noch einen Pazifisten-Run schaffen. Das heißt, wir dürfen keinen töten. Sonst trennen nur noch 6 Gänge von diesem Ziel. So, hier unten haben wir ja alles. Dann mache ich kurz hier noch auf. Ich glaube, ich lagere die Taschen jetzt beim nächsten Mal erstmal zwischen, damit ich dann das gleich hinter mir habe. Da ist eine Guard und da ist eine Cam. Ja, das kenne ich irgendwo her. Ja, Bane, wir haben schon alles. Du alter Gierschlund. Mehr gewiss nicht. Stauen wir hier erstmal die Tasche, aber da wir gerade sowieso nicht da lang können, können wir die auch gleich mal nach oben bringen. Also, nur noch 5 Taschen trennen uns vom Erfolg. Und gleich nur noch 4. Wie gesagt, der heißt es nicht schwer, aber An sich sage ich mal so, der schwerste Teil, wenn man nicht auf irgendeine Challenge steht, also jetzt so wie ich halt zum Beispiel auf den Diamanten, dann ist der schwerste Teil tatsächlich eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, an sich ist es eigentlich am schwersten, wenn man ungeduldig ist, Ralph zu suchen. Weil Ralph halt, naja, er wird irgendwann hier durchs Treppenhaus gehen und kommen. Aber wenn man ungeduldig ist, kann man das halt ein bisschen abkürzen, dann ist es halt extrem risikoreich. Nein, das größte Problem ist, dass man, wenn man hier einmal gespottet wird, also zum Beispiel hier unten beim Dia-Raum, dass man dann verkackt hat. Also, man muss halt schon richtig, richtig aufpassen, dass man nicht irgendeine Scheiße macht. Nicht wirklich, oder? Was macht der denn? God, stay alert. Na gut, egal was er macht, wir sind wieder drin. Dann mache ich auch hier mal kurz alles auf. Wir müssen es ja sowieso machen. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's.
sind sogar gleich zwei Guards. Also es ist halt ein bisschen, sag ich mal, ein Problem, dass in der Küche so eine Art, naja, ich sag mal schon, relativ aktive Zone ist. Beziehungsweise, dass hier so oft Guards reinkommen, aber an sich, naja, geht eigentlich schon ganz klar. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt Amok-Stealth wie ich betreibt, sollte man da eigentlich keine Probleme haben. Da kam ich gerade nicht lang. Aber hier komme ich lang. Gut, noch zwei weitere Taschen. God, stay alert. Entschuldigung, ich kann nicht sehen, ich weiß, aber das ist einfach geil. God. Stay quiet. Don't bloody alert the guard. Guard, komm, stay beweg alert. Dich. Careful, guard. So, letzte Tasche, Leute. Jetzt sollten wir nicht unbedingt in eine Guard drin, weil es dann... Naja, dann wäre es ziemlich scheiße, aber das haben wir auch geschafft. So, jetzt müssen wir diese Tasche nur noch hier hinbringen. Und das dürfte wohl machbar sein. Unter derbsten FPS-Drops versteht sich natürlich, denn sonst wäre es nur die halbe Challenge. Aber dann haben wir das auch geschafft in etwas unter 20 Minuten. Okay, haben wir das geschafft. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.